Jetzt können wir eigentlich auch schlafen. Wie gesagt, mal ein paar... ja genau, und stirbt auch nicht so schnell. Morgen ist Winter, dann gehen wir mal in die Stadt. Wegen Aufträge, die wir schon machen können. Gucken, ob der Dung hat wieder. Damit wir vielleicht doch im Winter noch ein bisschen was anpflanzen können. Weil momentan hat er das ja nicht. Weil die Felder sind jetzt so weit wie es geht bestellt, aber hier noch nicht, ne? Aber wir haben auch keinen Dünger mehr. Gut. Die Leute kommen klar. Hoffe ich. Josie ist auch wieder da. Und dann muss ich mal überlegen, wie es weitergeht. Boah, ich muss euch noch was erzählen. Ach, jetzt sind die wieder noch nicht da. Meine Frau und ich waren ja vorhin im Krankenhaus bei meiner Mom. Und auf dem Rückweg haben wir gedacht, boah, müssen wir schnell Matschburger essen. Ne? Ganz klar. Can I help you with anything? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, oh ja, der Auserwählte. Die Welt ist in großer Gefahr. Ausgewählte, große Gefahr. Ich bin nicht sicher, ob das meine Frage beantwortet. Das alte Böse rächt dein Haupt aus dem Sumpf. Die Menschen müssen gewarnt werden, aber niemand will mir zuhören. Vor allem der Quartiermeister nicht. Die Menschen müssen ihren Verstand öffnen, aber du siehst aus wie jemand, der offen ist. Tu ich das? Du musst die Bewohner von Piastovia warnen. Auf dich werden sie eher hören. Was genau soll ich sagen? Dass das Ende naht. Wir sollten uns alle auf den Schlimmsten gefasst machen und uns nicht den Sümpfen nähern. Und wenn ich mit ihnen rede, lässt du sie in Frieden? Natürlich. Es bleibt ihnen überlassen, was sie mit dieser Warnung anfangen. Das Ende naht. Mhm. So, wir gucken mal. Abliefern, Steinmesser 11. Das könnten wir sogar bald machen. Abliefern, Fischbär. Die kann ich noch nicht selber machen. Dementsprechend würde ich die jetzt erstmal nicht annehmen. Abliefern, 3 Bretter, Holzstamme 5, Stock 20. Das kriegen wir auch hin. So. Also, müssen wir nochmal zurück? Ich weiß nicht, kann ich Stumm schon bei dir kaufen? Best goods in the realm. Der hat echt wieder Dung, ne? Finde ich geil. So, pass auf. Auf dem Rückweg haben wir gesagt, also wie gesagt, erst Krankenhaus, auf dem Rückweg. Meine Frau sagt, hast du den Stream abgesagt? Ich sage, nee, ich habe gesagt, ich fange zur Not auch später an. Ja, wir müssen noch was essen. Ich sage, ja, denn... Bleibt ja nur Restaurant zur Goldenen Möwe. Und wie oft habe ich im Stream über das ungesundeste Sandwich, auf jeden Fall laut den Simpsons, das McRib Sandwich gesprochen. Heute habe ich mir mal wieder eins gegönnt. Schön, aber nicht nur McRib, sondern mit extra Chili Cheese Soße obendrauf. Boah, da hast du den Herzinfarkt gespürt. Auf jeden Fall. Da hat man den Herzinfarkt gespürt. Ach so, ich muss erst Dung machen. Dung, 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 dung. Warum? Eben war doch schon wieder, war alles gut. Und jetzt? Werkstatt, keine Zuweisung. Nee, da ist ja auch, arbeitet ja auch keiner. Naja. War auf jeden Fall herrlich. Mal wieder so richtig schön McMatch. Und dann McMatch geguckt, gefressen.
beim Sonnenuntergang an der Elbe auf dem Parkplatz vom Kernkraftwerk. Ist das nicht romantisch? Also ich fand es toll. kann ich auch mal wieder. Klingt voll nach ersten Date-Vibe. Ja, ne? Das wünscht sich jeder, so ein feines Essen mit schöner Sicht. Ja, finde ich auch. Und ich bin dann, ich sag zu meiner Frau, so pass auf, ich steig jetzt mal aus wegen dem McRib. Ich esse den jetzt nicht hier in unserem Neuwagen und vor allen Dingen nicht, hatte meine neue Hose an, eine helle Hose. Ich sag, ich geh mal eben vors Auto. Da war auch so eine kleine Erhöhung. Ich sag, da esse ich kurz den deliziösen Burger. Und dann saß ich da in der Hocke, damit ich mich nicht dreckig mache. Hab einen Sonnenuntergang angeguckt und schön McRib gegessen. Ich fand's irgendwie nice. Ist irgendwie witzig. Es war dann so nach dem, was ich wieder gesehen habe. Also, ich muss euch mal sagen, ne, so. Habt ihr nicht mal zusammen gegessen? Doch, ich bin danach ja wieder eingestiegen. Ich hatte ja noch mehr Burger. Ich hatte ja nicht nur einen McRib. Aber den McRib wollte ich draußen essen. Aber es ist eine gute Frage eigentlich. Wie, hast du jetzt draußen sitzen lassen, du Schwein? So, was machen wir? Karotte? Ja, ne? Ist ja so das Einzige, was jetzt hier für den Winter ist. Ich sage euch, das, was ich immer so sehen muss, ne, wenn ich meine Mutter besuche, muss ganz ehrlich sagen, es kommt immer hart. Natürlich muss man in beide Richtungen denken. Mir geht's psychisch damit scheiße. Und ich schlafe schlecht, hab weniger Zeit, weil ich auch immer irgendwie versuche, da irgendwie hinzufahren. Aber gut, wir haben denn mal heute so überlegt, dass meine Mom auch jetzt schon ja, 2 Wochen auf der Intensiv liegt, nicht sprechen kann, wahrscheinlich Schmerzen hat, ihr es richtig dreckig geht. Es ist natürlich nochmal schlimmer, ne? Aber nichtsdestotrotz habe ich auch mit meiner Frau drüber gesprochen. Ich habe früher, als ich hatte ja eine ähnliche OP, als ich jung war, oder eigentlich ziemlich dieselbe, habe ich mir immer so gedacht, boah, wie kacke das für mich war und dies und jenes. Und habe erst ein paar Jahre später mal darüber nachgedacht, wie scheiße das vielleicht auch für Außenstehende waren, die mich besucht haben, auch auf der Intensiv und so. Da es dann ja auch noch eine Notfall-OP war. Also ich glaube, das ist auch nicht ohne, ne? Man muss immer irgendwie so in beide Richtungen gucken, finde ich. Dem Patient, in dem Fall meine Mutter, denen geht's natürlich richtig scheiße. Aber auch den Menschen drumrum, ne? Das ist, darf man echt nicht vergessen. Ist sogar so, dass wir, meine Tante hat das irgendwie mitgekriegt, das erste Mal, wo ich mit Susi da war, um meine Mutter zu besuchen, da waren in diesem kleinen Warteraum vor der Intensiv sehr viele junge Leute,
Ich weiß jetzt nicht, welche Nationalität. Ah, sowas in Richtung polnisch, russisch, ukrainisch, irgendwie so würde ich sagen, von der Sprache her. Und die waren alle super aufgebracht. Klar, ich meine, die waren im Warteraum von der Intensiv. Und als ich dann meine Mutter besucht habe, war die Mutter von den Jüngeren da aus dem Raum. Also, da war eine junge Frau. Ich würde jetzt mal so tippen, in Ende 20, Anfang 30. Nicht, weil... Also nur so aus dem, wie ich mir so die Familie in den Kopf rufe, weil sie habe ich jetzt nicht betrachtet. Weil ich gehe jetzt nicht in einen Intensivraum und glotze die anderen Patienten an. Die haben schon genug Probleme. Ich habe sie wahrgenommen, aber jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ah, okay, da liegt jetzt eine 25-jährige Frau. Das habe ich mir jetzt so nur so, nachdem ich überlegt habe, wer da so alles im Warteraum war, so zusammengereimt, ne? Auf jeden Fall war die recht jung. Und den einen Tag sagt meine Tante, sie war wieder bei Mutti und wenn morgen jemand anders bei Mutti im Raum liegt, nicht wundern. Ich fand das ganz schlimm, sagt sie. Ich habe mitgekriegt, wie der Arzt der Familie gesagt hat, im Laufe der Nacht wird sie sterben. Und das ist... Und das tut einen so leid für die Leute. So, ne? Auf dem einen ist man, klingt jetzt scheiße, aber auf dem einen ist man glücklich, dass es natürlich nicht die eigene Mutter getroffen hat. Zum anderen denkt man sich, oh, diese arme junge Frau, ich weiß auch nicht, was damit ist, ob die einen Unfall hatte oder sonstiges, ist ja auch eigentlich nicht relevant. Es ist auf jeden Fall trotzdem auch traurig, finde ich. Ne? Es ist so... So, wir müssen jetzt mal eben gucken, das Ende naht. Wo muss ich hin? Ne, warte, machen wir später. Erstmal machen wir das mit dem Messer. Da können wir jetzt genug. Was war das andere? 3 Bretter, 5 Holzstämme und Stöcke. Da muss ich gleich mal gucken, wenn ich die Messer gemacht habe. Ich mache erstmal nur so viele Messer, wie ich brauche. Ja, und ich weiß nicht mehr, wie viel ich brauche. Ich habe 6. Ich brauche noch 5. Ja, gebe ich dir auch recht, Josie. Intensivstation ist irgendwie immer bedrückend. Ja, gebe ich dir recht. So, Stock haben wir genug. Holzstamm 5, Bretter 3. Die nehmen wir mal eben hier aus dem Lager. Und dann machen wir die, Wie viele Viecher... wie viele Viecher haben wir denn hier eigentlich? Lecko Mio, Alter. Ja, weiß ich auch noch nicht. Stimmung 14% minus. Warum? Ja, weiß ich noch nicht, ob der nice wird. Mack, 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 mack. 100%, 2 Eier. Warum kann der nur 2 Eier holen, Alter? Was ist er denn für ein fauler Hurensohn? Wieso kann der nur 2 Eier sammeln? Das ist das. 2 Eier. Wenn du gut bist, wenn du eine große Hand hast, wie so ein Mann, dann 3. Bäh. In jeder Hand 1. Bist doch kein Kleinkind. Alter. Und eine Feder. Don't wish it were easier. Wish you were better. Ja. Bist du halt... Ich glaube, der ist... Ja, 2. Ja, und damit rennt er umher und zeigt es allen. Ich hab 2 Eier, ich hab 2 Eier. Und alle sagen zu ihm, ja, dann heirate mal, du Spacken.
Dann wirst du sehen, du hast gleich keine zwei Eier mehr. I'm dead tired. Na gut. Ich müsste ihn normalerweise rausschmeißen und jemanden mit drei. Das ist halt schwierig. Egal. Kann ich irgendwie, kann ich selber da auch, guck mal, ich kann ja selber auch noch einsammeln, ne? Ja, wenn es denn geht. Okay, warte, ich konzentriere mich jetzt einfach auf die andere Scheiße. So, was war das jetzt? Brett 5. Richtig? Stöcker haben wir, Brett 5, Holzstamm 5. So. Dann haben wir jetzt für die ersten Missionen als Tipp, versuch auch so wenig wie möglich von den anderen Patienten mitzubekommen, sonst zieht einen das nur noch mehr runter. Man macht sich immer mehr Gedanken. Gib ich dir recht. Gib ich dir recht. Das Ding ist jetzt, ich hab's ja versucht, also mich kümmern die anderen Patienten nicht. Ohne das jetzt egoistisch zu meinen. Das ist eine Intensivstation. Jeder, der da liegt, der liegt da ja nicht, weil alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ne? Die meisten liegen da, weil es denen dreckig geht. Und dann muss ich persönlich mich nicht noch irgendwie mit einem halben Ohr dahin hören, so, was hat denn der? So, ne? Manchmal kannst du es nicht sagen, hat meine Tante auch gesagt, sie wollte es nicht hören, aber sie hat es mitbekommen, weil der Arzt halt normal gesprochen hat und sie gerade mit Mutti nicht interagieren konnte, weil die gepennt hat. Was will ich denn jetzt eigentlich hier? Achso. Erstmal die Steinmesser. Er ist das? How are you? So long. Oh, it's you again. Ja. Good luck. Ich muss mit allen. Ah, die sind alle hier. Mit denen ich sprechen soll. Okay. Mit ihr soll ich sprechen. Willkommen! Was kann ich für dich tun? Nur bitte beeile dich, meine Suppe wird sonst kalt. Entschuldige, aber möchtest du vielleicht über das Ende unserer Welt und den unausweichlichen Untergang? Also da ist dieser Kerl, der behauptet, dass die Welt untergehen wird, sollte er auch nicht ansprechen. Nicke einfach und tu so, als würdest du zuhören. Weißt du was? Es tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Die Suppe ist wichtiger. Geh nur nicht in den Sumpf. Was würdet ihr nehmen, Chat? A, du versuchst wirklich glaubwürdig zu sagen, nicht in den Sumpf gehen, da wohnen Monster. Oder der Kerl behauptet, oder weißt du was, geh nicht in den Sumpf, so nebenbei. Was würdet ihr denn da machen? Also ich würde ja die 2 wählen. Also da ist so ein Kerl, der ist, ne, der hat nicht mehr alle Latten auf dem Laster. Ja, 2, ne? Und ich denke mal, das brauchen wir bei jedem. Die Leute heutzutage? Ja, die Leute heutzutage. Pass mal auf, am Ende gibt es da wirklich ein Monster. So, 47. Ist denn der? Ist der draußen? Naja, ja, hier sind ja auch noch Höfe und so. Brauchst du was von mir? Denn ich brauche eine Pause. Also, was würdest du tun, wenn du erfahren würdest, dass die Welt bald untergeht? Es gibt hier einen Verrückten, der den Leuten sagt, dass das Ende der Welt naht. Das ist wahrscheinlich alles Unsinn. Ignoriere ihn einfach. Ich solle eine Pause davon einlegen, selbst seine Aufgabe. Jo, 2. Eigentlich wäre es mir ganz recht, würde er mich ansprechen. Das wäre mal etwas Interessantes. Es kann immer noch sein, dass du ihn triffst.
Sprich mit Bogudan. Ja, ist was Wichtiges? Ich bin hier, um dich zu warnen, dass das Ende der Welt bevorsteht. Nein, eigentlich nicht. Pass nur auf, hier treibt sich ein Verrückter rum, der irgendwas vom Ende der Welt erzählt. Ich habe jemandem versprochen, die Leute hier vom Ende der Welt zu erzählen und den finsteren Mächten, die aus dem Sumpf kommen. Ich glaube nichts davon, aber ihm schien es sehr wichtig zu sein. Das ist auch eine geile Antwort. So, weißt du, den Verrückten so ein bisschen noch Mut zu sprechen. So, machen wir 3. Und für mich ist es überhaupt nicht wichtig. Trotzdem, danke für deine Zeit. Es ist mir ja egal, ob es euch wichtig ist. Mein offener Verstand ist zurückgekehrt. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand das als Kompliment sehen würde, als dein Verstand bezeichnet zu werden. Aber egal, ich habe mit den Bewohnern von Pistovia geredet. Ich habe deine Mission erfüllt, größer Verstandöffner. Ich weiß nicht, wo dein Verstand ist, aber ich habe deine Aufgabe erfüllt. Nimm 3. Also die Menschen sind gewarnt worden. Wie haben sie es aufgenommen? Für die meisten von ihnen war es ein mega... eine Menge zu verkraften. Sie waren schockiert. Das wollte ich sagen, ja. Manche von ihnen haben ihr Schicksal hingenommen. Machen wir das. Gut. Ja, nun, mein teurer Freund, nun müssen wir schnell handeln. Ich hatte eine Vision und jetzt weiß ich, wie wir dieses Unheil aufhalten können. Oh nein. Eine Vision, sagst du? Ich liebe Visionen beinahe so sehr wie Ruhe und Frieden, von niemandem gestört zu werden. Gewiss, eine Vision. Es gibt ein Ritual. Ein Ritual, das unter dem Baum im Sumpf durchgeführt werden muss. Nun, im Sumpf gibt es viele Bäume, also sollte das nicht so schwierig werden. Aber doch nicht unter irgendeinem Baum. Dem Baum. Dieser ist etwas Besonderes. Du wirst ihn sofort erkennen. Wie sieht dieses Ritual aus? Ich hoffe, es werden keine Menschen- oder Tieropfer verlangt. Und wie soll dieses Ritual aussehen mit diesen sehr realen Bedrohungen, die ich ganz öffentlich auch wirklich glaube, gestoppt zu werden? Zuerst müssen wir benötigte Gegenstände sammeln. Etwas Roggen, 2 Stück gebratenes Fleisch, 2 Barsche und einen Stein. Schon bewusst, in Ordnung, ich werde es schaffen. Dann machen wir das halt. So, Roggen haben wir gerade gar nicht, ne? Warum nicht? Ich habe doch Roggen im... So, Steine haben wir genug. Barsch... gebratenes Fleisch kriegen wir auch hin. Roggen müsste ich jetzt kaufen anscheinend, weil ich nichts hab. Ist halt die Frage von wem? Ist er das? Sind die wieder alle weg?